So, hey Leute, ich bin's wieder, euer Rc-FreakCH. Und heute mit einem neuen Unboxing von Konrad. Ich weiß nicht, was drin ist. Hoffentlich das, was ich bestellt habe. Schauen wir nochmal. Könnte das sein? Können wir mal so an. Scheiß Zeugs hier weg. So, ihr seht hier ein paar Sachen. Sieht man, schauen. Man sieht. Hier, man sieht. Fangen wir doch mal an. Die neue Karosserie. Und zwar den BMW. M3 E30 habe ich mir gekauft, ja. Obwohl ich eigentlich nicht so der BMW-Fan bin, aber das ist der einzige BMW, der mir gefällt. Und ja, dann haben wir hier ein Schlauchset, farbig, kann man vielleicht so hier auch sehen. Ein Akkuladegerät von Voltcraft. Dann habe ich noch LED und Kohle beschichtete Widerstände, ein ganzes Sortiment, 300-teilig. Auf der Rückseite sieht man es vielleicht besser. Ja, ich weiß, ich habe ein bisschen wenig Licht, das ist auch kein spontanes Video, ich habe damit eigentlich gar nicht gerechnet, dass es wirklich schon hier ist. Dann habe ich hier einen Ladeluftkühler Chrom. Das denkst du für schön gedacht. Dann haben wir hier Adapterschutz, Kappe Schweiz. Das habe ich zwar nicht bestellt, aber hat Konrad gratis dazugegeben, keine Ahnung für was. Das ist meine Katze im Hintergrund. Dann eine Karosserieschere von Rallye. Und unten außen. Die raus. Dann einen Alu-Spoiler. Ihr werdet dann sehen, um welches Auto es sich dann handelt, Alter, ich kann kein Deutsch mehr, weil es ein Projekt gibt. Ihr werdet es aber dann sehen. Ein Stecker, der es zum Ladegerät braucht. Ladekabel Tamiya. Ich weiß, man kann es vielleicht nicht richtig lesen, aber ja. Dann drei Ein- und Ausschalter. Dann dreimal 3000er Akku nehmen für dieses Auto eben. Wie schon erwähnt. Was haben wir hier noch? Genau. Ein Auspuff. Genau. Ja. Sieht so aus. Kamera scharf. So. Ja, das war mal alles. Ich muss noch auf die restliche Farbe warten. Weil die war noch nicht verfügbar. Nachgeliefert wird. Das ist ja gar nicht so rum. Die Rechnung dabei. Die Katze musste immer rein raus. Schrumpflockadapter. Ja, den sehe ich dabei. Ja.
das war's. Und dann, Konrad hat mir diese Farbe, die ich bestellt habe, mal vorausgeschickt. In einem Paket, in einem Riesenpaket. Ja, das ist Metallic Orange. Vielleicht erkennt ihr. Ja, und jetzt seht ihr, um welches Auto es sich handelt. Kommt mal weg. So, es handelt sich um dieses hier. Den Kyosho. Und zwar wird damit was ganz Besonderes gemacht. Aber das verrate ich euch noch nicht, weil es natürlich eine Überraschung gibt. Die ihr aber dann sehen werdet. Vielleicht mache ich zusammen mit Luca. Und ja. Über die einzelnen Sachen, die ich hier auspacke, mache ich dann noch einmal ein Unboxing. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rc-Freak.